Hallo Minecraft-Freunde, herzlich willkommen zu einer super coolen Folge Skybounce. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Wie ihr seht, bin ich vor dir und es hat sich ein bisschen was verändert. Hier hinten ist ein Pixspawner. Wie es zustande kam, seht ihr jetzt gleich. Viel Spaß beim Video. Wie ihr sehen könnt, hat sich meine Insel ein kleines bisschen verändert, ein kleines bisschen sehr. Ich habe diese komplette kleine Insel weggebaut, habe jetzt so eine riesengroße schöne Fläche gebaut, habe es auch schon ein bisschen dekoriert. Hier seht ihr schöne Gitter, mir hat dann leider das Eisen gefehlt, also auf der einen Seite habe ich nichts mehr. Und als ich den Cleanstone abgebaut habe von der Insel, kamen richtig nice Sachen raus. Also ihr seht hier schon einmal die Dias und dann diese Teile, gut, der Name ist jetzt abgeschnittene. Und das sind einmal irgendwelche Runen. Ich denke mal, es sind so kleine Lucky Blocks und ein Legendary Relic. Ich will wissen, was da drin ist. Darum öffne ich mal. Muss man, glaube ich, einfach platzieren. Ja, genau. Und dann bauen sie sich so cool ab. Explodieren und da kommen richtig geile Sachen raus. Sieht aus wie dir. Oh! Oh mein Gott! What the fuck ist das OP? Das ist ein Dia-Spawner auf Level 3. Das heißt, 3x 20 Dia-Erze. Wenn wir die abbauen, haben wir Full Dia. Aber so safe. Ich habe meine Eisenrüstung nämlich leider in der Warzone verloren, deswegen ist das ganz geil. Ist ja geil. Hey, die Teile sind mega OP. Was kommt jetzt hier raus? Irgendein Paper. Ein Economy Ticket. Ticket, okay, 5000 Stars. Gönne ich mir jetzt, habe ich 17k. Komm schon, irgendwas geiles. Dias oder irgendwas richtig nices. Nochmal ein Dias-Spawner. Dieses Mal auf Level 4. 40 Dia-Blöcke, Dia-Erze, ist das nice. Also, was? Dia? Oh mein Gott, 10 Dia-Blöcke! 10 Dia-Blöcke, ist das geil? Als ob da 10 Dia-Blöcke rauskamen. Hey, nice. 10 Dia-Blöcke. Wir sind sowas von safe, Full Dia. Ich gehe gleich in die Warzone mit dem Full Dia. Ich hab da so Bock drauf, mal in die Warzone um Zeug zu gehen und alle zu töten, die mich sonst immer töten. 5 Emerald-Blöcke, das sind, keine Ahnung, 60k safe, also safe 60k mindestens. Oder, ja, 60k. Ein Level 5 Gold-Ohr-Seed-Spawner. Okay, also Gold-Ohr finde ich jetzt nicht so OP, aber Alter. Da kommen so geile Sachen raus. 5 Emerald-Spawner auf Level 3. 100 Emerald Ores. Oh mein Gott, ist das krass. Okay, kommen wir jetzt zu dem Relikt. Legendary Relikt. Ich drehe mich um. Ich will nicht zugucken. Ich will nicht wissen, was da jetzt passiert. Ich habe den Super Cookie bekommen. Ist das geil? Das ist so eine starke Waffe. Der macht zwar keinen Schaden, aber wenn du damit jemanden schlägst, dann fliegt der, beziehungsweise bekommt Rückstoß 20. Rückstoß 20 sind, je nachdem wie du triffst, zwischen 10 und 40 Blöcken. Das heißt, du schlägst jemanden, ne? Zum Beispiel jetzt von hier aus, jemand verfolgt dich so, und dann drehst du dich um, mit dem Cookie in der Hand, schlägst ihn, und so, warte, hier schlägst ihn, und der fliegt garantiert über die Plattform rüber, den siehst du dann so schnell nicht mehr. Ich würde sagen, ich lege mir jetzt erstmal ein paar Dias zurecht, so ein paar Dias dann raus. Also 26 mal 5 26 Dias mal 2, also genug für Full Dia und ein Dia-Schwert, das nehme ich mir mal. Ja genau, craft mir jetzt meine Full Dia-Rüstung und dann den Rest an Dias verkaufe ich, dass ich ein bisschen Money bekomme. Dann gucken wir mal, was wir uns Nices kaufen können. Okay, also jetzt hier, schönes kleines Dia-Schwert craften, hab ich, nice, mein erstes Dia-Schwert im Game, dann Dias wieder rein, und jetzt muss ich mal gucken, also 52 Dias habe ich gesagt, kann ich das irgendwie halbieren, oder, nee, mach ich so, genau, 52 Dias, die behalte ich hier drinne. Jetzt gehe ich die Emeralds und die Dias verkaufen, also ich rechne damit, dass wir so an die 70-80k bekommen, oder hoffe ich zumindest, und dann gucken wir mal, was wir daraus bekommen können. Ich hoffe, dass es irgendwas Geiles gibt, was ich brauchen könnte. So ein Spawner wäre ganz nice, aber ich glaube, die kosten viel, so. Ich denke mal, 200.000 muss man schon hinlegen.
Rechtsklick, erstmal Dias verkaufen, rein damit, verkaufen und 10.000 das dazu bekommen, das ist irgendwie weniger als ich gedacht habe. Und jetzt, oh mein Gott, 67.000, wir haben 95,7k. Wir haben fast 100.000 Stars. Das ist in der zweiten Folge, in der ich auf diesem Server spiele. Ich such mal schnell irgendwo, ich such mal schnell diese Spawner. Irgendwo müssen die das ein. Waren die nicht hier hinten? Irgendwie ein bisschen im Block. Was ist das? Man kann nicht rechts klicken, okay. Wo sind die hin? Die müssten hier doch irgendwo sein, oder? Hä? Waren die nicht hier irgendwo? Lol. Ich gehe die mal suchen. Ah, hier sind die. Hätten mir jemand sagen können, dass das mit den Spawn-Eggs ist. Naja, mal gucken, was es so gibt. Pig-Spawner für 50.000 Stars. Ist eigentlich ganz nice. Okay, also so ein paar Sachen sind ein bisschen zu teuer. Ich glaube, ich gönne mir jetzt mal so einen Pig-Spawner. Einfach nur, weil ich ein bisschen Essen habe, oder? Komm, kaufen, kaufen und gekauft. Okay. Zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Da habe ich ihn. Yes. Das heißt, ich gehe jetzt mal zu meiner Base zurück. Baue mir so eine kleine Plattform. Da drüben beginne ich schon mit diesem System, so wie ich es machen will. Dass ich die Grundbase habe mit einem Kistenlagersystem und dann nach links und rechts so kleine Gänge wegbaue. Wie bei Sky Factory. Und da einzelne kleine Inseln baue. Ich brauche nicht Building-Blöcke, damit ich schön bauen kann. Hole ich mir mal schnell so Stone-Bricks und sowas. Und dann werde ich so einen kleinen Zeitraffer machen, wie ich das baue. Bis gleich. Und dann ist diese wunderschöne kleine Fläche hier auch schon fertig. Das heißt, ich kann jetzt den Spawner platzieren. Hier auf der Fackel ist genau der Mittelpunkt. Das heißt, da kommt der Spawner hin. Ich platziere jetzt einfach oben auf dem Block drauf und hoffe, dass der auch eine Ebene unter sich spawnen kann. Mal gucken. Kann er das? Also ich glaube, ja, ist alle 15 Sekunden spawnt der, glaube ich, ein. So stand das da. Ich habe das jetzt nicht genau gesehen. Ich glaube, ich habe das Problem, wie bei Factions auch schon, dass der Spawner nur auf der Ebene, wo er platziert ist, spawnen kann. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ungünstig. Ich guck mal, warte. Kann er jetzt hier noch ein zweites Schwein rein spawnen? Geht das? Einfach mal kurz abwarten. Kann er? Okay, also mit dem Block da geht das. Ich glaube, der kann nur auf derselben Ebene spawnen. Naja. Ansonsten habe ich jetzt hier schon mal mein erstes Schweinefleisch. Das ist so geil. Den ersten Spawner, übelst krasses OP-Zeug. Einfach in der zweiten Folge. Ja, ich habe nur die Insel weggegraben. Also hier, wer sagt, hey, wie soll ich denn anfangen? Buddelt eure Insel komplett weg. Nehmt euch eine Eisenspitzhacke, buddelt die Insel komplett weg und ihr seid easy full dia. Habt 50.000 Schweinespawner, eine riesen Base. Also der Anfang ist nicht so schwer, wie man denkt. Man muss es nur richtig angehen. Okay, also ich glaube, es stimmt wirklich meine Vermutung, dass die Schweine nur auf dieser Ebene spawnen können. Das heißt, ich werde so einen kleinen Tempel, so eine kleine Brücke bauen. Ja, genau. Meine Vermutung hat sich bestätigt. Die Schweine können nur da oben drauf spawnen. Wenn ich das wieder wegmache, dann passiert einfach nichts. Ja, genau. Dann werde ich jetzt hier so eine kleine Treppe hinbauen. Ich denke mal, die Schweine bewegen sich auch. Ja, jetzt habe ich natürlich kein Dirt mehr. Stirb, Schwein. Ich will dein Fleisch haben. Ja, jetzt liegt es da drüben. Muss wieder rennen. Okay. Baue ich hier so eine kleine Brücke nach unten. So 3x3-Feld und drunter 4x4. Dirt habe ich ja noch genug. Also kann ich mir jetzt mal easy holen. Und dann spawnen die hier drauf. Genau. Und können dann vielleicht runterlaufen oder sowas. Keine Ahnung, was sie so, worauf sie so Lust haben. Hole ich mir die restliche Erde. Und danach würde ich sagen, beende ich auch die Folge schon. Ich weiß, die ist jetzt nur 10 Minuten lang, aber es ist so viel passiert. Wir haben die geöffnet. Ich habe dieses Teil gebaut.
Und wir haben einfach unseren ersten Pixborne und Sinfulia. Witzig, wenn ein Schwein Schaden bekommen hat, stackt sich es nicht. Boah, es ist so nice. Ich kann jetzt das Fleisch nehmen, in den Ofen tun. Und ich denke mal, wenn man sich hier so hinstellt und mal 10 Minuten wartet, dann, keine Ahnung, hat man genug Fleisch für die nächsten 2 Tage oder so. Naja, ich lage das Fleisch erstmal ein. Oh, dieses Borne, so geil. So geil. Aber ich würde sagen, ich beende jetzt diese Folge erstmal. Nächste Folge bauen wir irgendwie einen riesigen Cobble-Generator oder Cleanstone-Generator, dass wir noch mehr von diesem Zeug rausbekommen können. Also wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Warte, F5, F1, F5, F5, hä? Lol, mein F5 reagiert irgendwie gerade nicht. Hallo? F5-Taste? Also ihr müsst wissen, dass ich die ganze Zeit auf der F5-Taste... Ah, jetzt geht's. Ich habe die ganze Zeit drauf rumgeklickt. Also wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.